Grüße und herzlich willkommen, liebe Mitsammler bei BZB from Germany. Heute gibt es ein neues Abenteuer und zwar kümmern wir uns heute mal um den Reboot, den ich vor einigen Monaten schon gemacht habe, von dem ich euch auch schon was gezeigt habe, aber den ich bisher gar nicht weiterverarbeitet habe, weil ich noch gar nicht wieder dazu gekommen bin. Deswegen kommt das Projekt als nächstes dran. Und als erstes werde ich gleich den Scheitel mit Haarspray etwas glätten, weil das steht nochmal weit ab, das gefällt mir so gar nicht. Da werde ich gleich erstmal mit Hilfe des Haarsprays das Ganze glätten. Meine lieben Mitsammler, das ist das Ergebnis nach dem Haarspray. Finde ich jetzt erstmal gar nicht schlecht. Die Haare liegen dicht an, so wie ich das eigentlich auch wollte. Als nächstes ist die Frage, was mache ich hier für eine Frisur? Da habe ich mich jetzt noch nicht entschieden. Da muss ich erstmal ein bisschen gucken, was ich überhaupt für sie haben möchte. Irgendwas Langhaariges ist natürlich schön. Aber ich habe schon drüber nachgedacht, ob ich ihre Enden vielleicht ein bisschen schneiden werde am Ende. Weil die sind noch ein bisschen uneben, so dass ich erstmal ein gerades etwas hinbekomme da unten als Kante und nicht so ausgefranstes habe. Aber das werde ich gleich machen und gucken, was für eine Frisur ich ihr verpasse. Ich werde unten die Spitzen ein bisschen kürzen, damit es ein bisschen besser aussieht. Jetzt als nächster Schritt und dann bin ich zurück. Und dabei guckt ihr mir natürlich zu. Meine lieben Mitsammler, mittlerweile sieht unsere Einhorn-Barbie so aus. Ich hoffe, euch gefällt's. Sie hat vorne einen Holländer bekommen, einen halben Holländer, und hinten hat sie eine Fischgräte bekommen von mir. Ich dachte, ich mache ihr eine einfache Frisur, damit ihr sie auch nachmachen könnt, nichts Kompliziertes oder so. Und ja, ich zeige euch auch gleich, wie ich es gemacht habe. Ich werde die Frisur gleich wieder aufmachen und ich zeige euch dann, wie ich es wirklich gemacht habe. Es ist auch nicht besonders schwer, ihr kriegt das sicherlich auch zu Hause hin mit ein klein wenig Übung, aber es ist wirklich nicht schwierig. Ich nutze eine Nadel, um das Ganze wieder aufzumachen. I use a needle for unbraiding the braid. I think that's the easiest way to do it. It's nothing really complicated. It's raining outside. Es regnet heute auch draußen, deswegen mache ich eine Innenaufnahme. That's why I tape inside my apartment. And it's really heavy rain.
Es regnet wirklich stark heute. Ich war heute Morgen draußen, aber das war nicht gerade toll. I was out there this morning, but after 20 minutes I came back from my walk. Was not great. Trotz Regenjacke, although I wore a rain jacket, but not good at all. So. Das war die Fischgräte. That was my fishtail braid. And now we are going to open this here again. Oops. I also do this my needle. I think that's the fastest way. Ich finde, das geht so am schnellsten, wenn man einfach reinsticht und dann zieht. Okay, ich hoffe, es ist hell genug für euch, dass ihr auch was seht. I hope it's bright enough that you can see what I'm doing. Just a little bit coming. Ich kämme gerade nur aus. Das ist gleich auch so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Okay, jetzt habe ich sie komplett entflochten. I unbraided the braid completely. She's open now. Her hair is open.